Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Heute wollen wir uns in diesem Video einmal mit der Frage beschäftigen, sind Aktienoptionen eigentlich besser als Future-Optionen oder was ist der Grund, warum so viel mehr Aktienoptionen gehandelt werden als Future-Optionen? Also es ist eine ganz klare Tatsache, dass in der Optionswelt deutlich mehr Aktienoptionen als Future-Optionen gehandelt wird. Egal ob man jetzt hier in Deutschland schaut oder auch über den großen Teich nach Amerika geht, Aktienoptionen werden viel, viel mehr gehandelt als Future-Optionen. Und dafür muss es ja Gründe geben. Wenn wir uns natürlich als allererstes mal anschauen, was sind denn die jeweiligen Underlyings, Aktien, Futures und vergleichen mal, was wird denn da mehr gehandelt, dann ist es dort genauso. Wo wird mehr gehandelt? Natürlich im Aktienbereich. Also wenn ihr könnt das selbst mal bei euch in eurem privaten Umfeld, könnt ihr das mal überprüfen, fragt mal, wer hat denn schon mal eine Aktie gehabt, wer hat schon mal eine Aktie gehandelt, dann werdet ihr mit Sicherheit auf sehr viel mehr Resonanz stoßen, als wenn ihr fragt, wer hat denn von euch schon mal einen Future gehandelt. Und wenn wir nach Amerika gehen, da wo ja insgesamt Börse, Investments einen viel, viel größeren Stellenwert einnehmen als bei uns, da ist es natürlich auch so, dass da viel mehr Aktien gehandelt werden. Fast jeder Amerikaner, der zumindest berufstätig ist, hat in irgendeiner Art und Weise Aktien, Futures. Das ist eben dann doch so ein bisschen das Exotengeschäft, was nicht so viele haben. Und das ist auch einer der Gründe, warum eben deutlich mehr Aktienoptionen als Future-Optionen gehandelt werden. Die Frage ist jetzt allerdings, sind denn eigentlich wirklich Aktienoptionen besser als Future-Optionen? Einer der Punkte, der natürlich klar für Aktien spricht, auch jetzt mal gegenüber Futures und dementsprechend auch für die entsprechenden Optionen, ist ganz klar das Startkapital, mit dem man anfangen kann. Wenn wir mal bei den Underlyings bleiben, das heißt also bei Aktien und Futures, wenn du jetzt mal als Beispiel 1000 Dollar zur Verfügung hast, dann kannst du mit 1000 Dollar schon losgehen und kannst dir die ein oder andere Aktie kaufen. Du kannst dir ganz billige kaufen, dann kannst du ein paar mehr kaufen oder auch verteure sowas wie Google, da kannst du eben wenigstens eine kaufen, aber du kannst mit 1000 Dollar definitiv schon in diesen Markt anfangen. Wenn wir uns jetzt den Future-Bereich anschauen, dann wird es schon sehr viel schwieriger, hier mit 1000 Dollar was zu machen. Theoretisch gibt es einige Futures, wo du auch hier mit 1000 Dollar Margin etwas machen kannst, aber das wäre natürlich dann ein extrem großer Hebel, also sicherlich ein Hebel von 15, 20 etwa, und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn und deswegen werden einfach mehr Aktien gehandelt, schon vom Grundkapital her. Der andere Grund ist, überprüfen mal, was ist gleich, was ist unterschiedlich. Schauen wir uns einmal das Bezugsverhältnis an. Da ist es so, bei Aktien ist es so, jede Aktie oder besser gesagt, jede Aktienoption bezieht sich auf 100 Aktien. Wie ist es bei Futures? Jede Future-Option bezieht sich auf einen Future. So weit, so einfach. Aber, und da gehen jetzt schon die Schwierigkeiten für die meisten los, wenn wir uns mal anschauen, eine Aktienoption, dann ist es vollkommen unabhängig, wie lang diese Option läuft, also ob es eine kurzfristige Weekly ist oder von mir aus eine Leaps-Option, die mehrere Monate, Jahre läuft, die bezieht sich immer auf die gleiche Aktie. Also eine Option auf Microsoft ist immer eine Option auf Microsoft. Microsoft, da gibt es nicht verschiedene Aktien, da gibt es nur diese eine. Wenn wir uns dagegen mal Future-Optionen anschauen, da gibt es eben schon gerade für Einsteiger so ein paar Hürden, wo man sagt, oh, ist das kompliziert. Ich habe euch hier mal ein Beispiel vorbereitet. Das ist ein Ausschnitt aus der TWS, also so, wo man sich anzeigen lassen kann, auf was bezieht sich denn so eine entsprechende Aktie, beziehungsweise in dem Fall eine entsprechende Future-Option. Und schaut euch mal dieses Beispiel an. Und das sieht folgendermaßen aus. Das ist eine Sojabohnen-Future-Option. Und hier haben wir jetzt folgende Situation vorliegen. Das Underlying sind die Sojabohnen. Der Kontraktmonat ist der November. Der Optionshandelsmonat ist der September. Und verfallen tun sie im August. Das heißt, wir haben jetzt drei unterschiedliche Daten. November, September, August. Und jetzt ist natürlich so, dass gerade viele Einsteiger sagen, ah, das ist mir zu kompliziert. Jetzt bleibe ich doch mal einfach bei den doch etwas einfacheren Aktienoptionen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, stellt euch mal vor oder versetzt euch mal in die Lage zurück, als ihr das erste Mal in einem Auto saßt und das allererste Mal Auto fahren musstet. Das war auch am Anfang deutlich schwieriger als Fahrradfahren. Nichtsdestotrotz werden die meisten von euch kaum aufs Auto verzichten wollen und sagen, ich fahre nur noch Fahrrad, weil das ist doch so viel einfacher. Und genauso ist es mit Future-Optionen. Future-Optionen mögen am Anfang etwas komplizierter erscheinen.
Die Vorteile aber, die Future-Optionen bieten, sind so gewaltig, dass sich jeder mit dem Thema Future-Optionen beschäftigen sollte. Und ein ganz besonderer Punkt, der für mich der herausragendste Vorteil von Future-Optionen ist, ist der Unterschied im Bezug auf die implizite Volatilität. Und wie das genau zusammenhängt, warum die implizite Volatilität sich bei Aktienoptionen und Future-Optionen ganz anders verhält, das erkläre ich euch in einem weiteren Video. Und ich freue mich dann schon auf euch wieder, wenn wir uns hier wieder treffen im Optionsstrategien-Kanal. Wenn ihr bislang schon Erfahrungen gemacht habt mit Aktien oder Future-Optionen, schreibt mir das in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt oder wenn es um das Thema geht, implizite Volatilität bei Future-Optionen, was ist anders als bei Aktienoptionen? In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg an der Börse, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut, bye bye.